Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in einen sehr teuren Adventskalender, der aber auch sehr schön aussieht. Und zwar habe ich hier einmal den MAC-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Online habe ich eigentlich gedacht, dass er größer aussieht und dass es irgendwie nicht aufeinander ist. Aber das ist so cool, der ist wiederverwendbar. Ja, die ganzen Kläppchen öffnen sich schon so ein bisschen, aber wie nice sieht der aus. Aber der hat auch seinen Preis, und zwar 199 Euro. Hier sollen Produkte im Warenwert von 575 Euro drin enthalten sein. Aber MAC haut wirklich jedes Jahr irgendwie eine richtig schöne Schönheit raus, ne? Nicht nur ich habe ihn bestellt, sondern auch die wundervolle Nicole von Chiquitas Play. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Dann bekommt ihr auch eine zweite Meinung. Könnt gerne nach dem Video bei ihr vorbeigucken. Und 24 Boxen sind hier tatsächlich drin. Ich habe richtig Bock drauf. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und ja, verfolge mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wir haben hier als allererstes einen Lippenstift in einer Originalgröße, was ich super finde. Hier haben wir einmal die Farbe Sweet Deal 666, wie witzig. Und das ist einer von den neuen Maximal Matte Lipsticks sind das. Und die Farbe sieht wunderschön aus. Ich finde sie ein ganz kleines bisschen zu matt. Also die neue matte Formulierung ist nicht ganz so meins leider. Aber die haben halt andere Formulierungen, auf die ich total abfahre. Aber eine sehr schöne Farbe, oder? Darauf habe ich auch ein bisschen spekuliert. Am 2. Dezember haben wir nämlich auch eins von den neueren Produkten drin. Das ist in der Farbe 15 Like Squirt, Squirt Plumping Gloss Stick. Yo, auch das ist nur Originalgröße, glaube ich, ne? Also ich glaube, wir haben hier auch fast nur Originalgrößen drin. Und das ist halt so ein, ja eigentlich, ich kann den jetzt nicht hochdrehen, weil den kannst du nicht wieder runterdrehen. Das ist eigentlich ganz entspannt ein Lippenbalsam, ne? Ein viel zu teurer Lippenbalsam. Der riecht aber süß. Ich hätte gedacht, der riecht ein bisschen sauer. Selbstverständlich auch mit dabei ist bei diesem Adventskalender die Nummer 3 und das ist ja mal sehr süß. Hyper Real Skin Canvas Balm Moisturizing Cream und das ist sehr witzig. Oh, wie viel ist denn hier drin? 5 Milliliter oder so? Ich weiß es nicht, ich muss es noch herausfinden. Oh, guck mal, da sind sogar Ceramide drin enthalten, das ist schön. Japanese Peony Extract, Niacinamide, Hyaluronsäure und Ceramide sind hier mit drin. Ich hätte gesagt, das sind 5 Milliliter. Hier ist jetzt irgendwie ein bisschen was dran, aber ne, ein bisschen Skincare finde ich aber auch gut, weil MAC hat ja auch Skincare bei sich im Sortiment, aber wie klein. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass die mal irgendwann dazu übergehen, halt auch nicht nur Monos, sondern auch komplette Lidschatten reinzupacken. Aber das ist halt so das Ding von MAC. Und hier haben wir den Swiss Chocolate Matte Eyeshadow. Den finden wir übrigens auch in einem anderen Adventskalender, den ich euch gerne mal im i verlinken kann. Das ist ein wunderschönes, warmes, dunkles Brauntönchen. Und ich glaube, MAC ist ja auch damals mit diesen ganzen Mono-Lidschatten halt, ja, neben den Lippenstiften, ne, halt super bekannt geworden. Das ist halt so deren Ding. Und ich glaube, viele freuen sich darüber. Waren die nicht sonst größer? Ich habe hier in der Travel Size nämlich einen Lipliner von MAC drin, in der Farbe A14 Spice. 0,65 Gramm sind hier drin. Also ich finde es süß, ich finde es hübsch, auf jeden Fall. Die Farbe passt auch zu unserem ersten Lippi, auf jeden Fall. Ein wunderschöner, wärmerer Nude-Ton, ne? Und die Lipliner von MAC sind auch großartig. Ich hätte gedacht, dass die sonst immer in der Originalgröße den reingepackt hätten. Für uns ist der 6. Dezember Nikolaus und hier haben wir ein Lippenprodukt drin und zwar den Lip Glass, die ich super finde. In der Farbe 319 Spite haben wir hier 3,1 Milliliter drin. Ich weiß nicht, ich werde euch das ja eh ausrechnen, ne? Ob wir hier eine Full Size oder eine Travel Size haben. Und auch das passt super hier mit dem Lip Liner zusammen. Also das ist schön abgestimmt. Klar, man kann auch sagen, es ist langweilig, weil eine Farbfamilie. Aber ich finde es schön, dass wir hier den Lippenstift haben, wenn man es eher matt mag, dann den Lip Glass, wenn man es ein bisschen glossiger mag und den Lip Liner, um das Ganze zu umranden. Ein Lip Liner sorgt übrigens auch dafür, dass quasi Lippenstift oder Lipgloss jetzt nicht so in die Plissé-Fältchen, in die Lippenfältchen kriecht und halt quasi das nicht aussieht wie Sonnenstrahlen irgendwann um deinen Mund herum. Am 7. Dezember haben wir auch einen von den Maximal Matte Lipsticks drin in der Originalgröße und zwar in der Farbe 616 Taupe. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das dürfte jetzt ja ein etwas kühlerer Ton sein und ja, trotzdem aber ein schöner Nude-Ton. Der schaut einmal so aus. Wir können den anderen ja mal daneben halten. Die tun sich nicht jetzt so ultimativ viel, aber ich glaube, man sieht, wenn man die so wirklich nebeneinander hält, dass wir hier so eine etwas wärmere Kiste haben, vielleicht mehr ins
ja, rosa-rote und hier haben wir etwas mehr Orange-Stich mit drin. Für mich persönlich wirkt der auch ein bisschen kühler. Die sind aber schon sehr, sehr ähnlich. Das kann man nicht anders sagen. Das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schade. Trotzdem sind beide Farben halt tragbar und ich glaube, da liegt der Fokus eher drauf, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir ein MAC Prep and Prime Produkt drin für die Lippen. Das ist nämlich ja so ein, ja eigentlich halt auch so ein bisschen wie ein Lippenbalsam, ne? Der jetzt aber jetzt nicht so krass ölige Komponenten hat. Das ist halt wirklich, du machst den drauf, bevor du dir jetzt ein Liquid Lipstick oder so drauf machst. Dann hast du halt die Lippenfältchen nicht mit dem Liquid Lipstick so doll betont. Ja, habe ich, glaube ich, auch als Goodie zur Bestellung bekommen. Oh, die Nummer 9 ist eine Schublade. Und in dieser Nummer 9 dürfen wir uns über einen Gel-Pencil-Eyeliner freuen mit 0,35 Gramm Color Access Glide or Die. Okay, ich glaube, ich hatte von MAC noch nie so einen Eyeliner. Oh, der ist retractable. Und das ist halt so ein Kohl-Kajal quasi, ne? Den kannst du dir entweder auf die Wasserlinie geben oder halt wie einen Eyeliner ziehen. Oder du kannst ihn dir auf dein Lid machen und dir damit Smoky Eyes zaubern. Schön. In der Nummer 10 darf es mit einem Schimmer-Lidschatten weitergehen. Die wunderschöne Farbe. Tütü. Gut. Frost Eyeshadow. Okay, auch das dürfte eine Originalgröße sein. Und ich zeige euch das mal. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ich glaube, man hat es jetzt gerade auch schon gesehen. Das ist so ein Duochrome. Kann das wohl sein? Oh, das ist ja schön. Der hat so einen Shift ins sowohl Gold-Orangene als auch in das Rosane. Das sieht ja schön aus. Ich würde mich echt freuen, wenn die halt diese Qualität von den Mono-Lidschatten auch in ihren Lidschattenpaletten hätten. Und für den 11. Dezember, die erste Schnapszahl, können wir dann auch unser Lip Prep and Prime verwenden. Denn hier haben wir den Powder Kiss Liquid Lip Color in der Farbe 997 Over the Taupe. Ja, das dürfte auch eine Originalgröße sein. Und hier haben wir wieder die exakt gleiche Farbfamilie. Also, einige nennen es tragbar, andere nennen es wahrscheinlich langweilig. 5 ml haben wir hier drin, ne? Zur Halbzeit am 12. Dezember erwartet uns wieder etwas Pflege und zwar Hyper Real Serumizer. Das ist Skin Balancing, ein Hydration Serum. Ich glaube, das habe ich auch sogar schon mal verwendet. Hier sind 4 ml drin, süß und die gleichen Inhaltsstoffe. Ne? Japanese Peony Extract, Niacinamide, Hyaluronsäure und Ceramide. Für mich eigentlich ein super Produkt, so für den Abend, dass man sowohl halt diese ausgleichende Pflege hat mit den Niacinamiden als auch die Ceramide, die dann ja beruhigen und Hyaluronsäure, die Feuchtigkeit spendet. Es ist wirklich winzig klein. Also für 199 Euro, Entschuldigung, MAC, aber das darf so nicht sein. Ne? Da pack doch mal was Größeres rein. Aber erste Hälfte vom Adventskalender sieht nicht so aus, als hätte ich die Hälfte von 575 Euro hier, geschweige denn 100 Euro auf dem Tisch stehen. Aber wir wissen alle, MAC ist sagt teuer und deswegen kann das gut sein, dass wir hier was Teures auf dem Tisch liegen haben. Positiv ist aber, dass wir hier immer so eine schöne Abwechslung eigentlich haben. Ne? Wir haben jetzt nicht drei Lippenstifte hintereinander. Hier haben wir jetzt den 13. Dezember und hier ist ein klassisches Füllprodukt für das Jahr 2024 drin. Ja, Leute, wer möchte nicht eben genau so schlafen? Wir haben ja eine Schlafmaske von MAC. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Also in einem 199 Euro Adventskalender ist das für mich ein absolutes No-Go. Am 14. Dezember kommen wir jetzt zu einer Lippenformulierung, die ich sehr gerne mag. Und zwar ist das die Lustre Glass Lipstick Reihe. Ich habe hier die Farbe 548 Beam There Done That. Okay, das ist irgendein tolles Wortspiel. Und so schaut es aus von außen, ne? Diese schöne glänzende Verpackung. Und hier haben wir einen wunderschönen Rotton. Ah, aber das ist halt eher einer, der so rosenholzmäßig ist. Ich mag sowas sehr, sehr gerne leiden. Und finde das auch richtig toll gerade, dass der hier mit drin ist. Am 15. Dezember haben wir so einen Klassiker drin, der war aber mal größer. Muss ich wirklich sagen, das ist ein Lipgloss und da sind 7 ml drin enthalten. Der ist wirklich sehr, sehr klein, aber ganz ehrlich, wie lange brauchst du, um sowas aufzubrauchen? Ja, ich auch, ne, relativ lange und dementsprechend ist es okay. Trotzdem ist es halt auch irgendwie geschrumpft, ne? Ich muss aber gestehen, dass die Nummer 16 das Ganze ein bisschen wieder rausreißt. Ein wunderschöner Monolidschatten. Jingle Ball Bronze in Frost ist die Richtung, glaube ich, ne? Eyeshadow. Und das ist halt auch knackt, das war die Hüfte. Ein wunderschöner, schimmernder Lidschatten in einem perfekten Goldton. Der passt natürlich auch super gut mit diesen ganzen Lippenprodukten, die wir jetzt drin hatten, zusammen. Und der sieht sehr, sehr hübsch aus. Also das ist eine schöne Farbe, die auch perfekt in einen Adventskalender passt.
Das mag ich. Am 17. Dezember haben wir was drin, eine Woche vor Heiligabend, was ich auch echt cool finde, weil das ist neu. Das Pro-Locked Brow Gel ist es nämlich. Und das ist ein Augenbrauengel mit 7,8 Millilitern. Ich sage es nämlich immer wieder, bei Adventskalendern können wir super gerne Primer reinpacken. Wir können gerne transparente Augengele reinpacken. Wir können Mascara reinpacken. Wir können so viele Dinge reinpacken, die einfach alle benutzen können. Und da gehört sowas zu. Das hat ein super witziges Füßchen, ne? Und auch diese Gummi Noppen und so, das habe ich selber auch schon da. Ich finde es auch echt schön. Ich finde es aber bei weitem nicht so gut wie viele andere, die ich in Anwendung habe. Es tackert halt nicht so fest, aber es ist okay. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir mal einen Mini-Lipstick drin. Finde ich aber auch ganz süß, muss ich sagen. 549 PDA. PDA. Auch interessant. Einer von den Lust Checker Glass Lipsticks. Ja, okay. Er ist wirklich knuffig, ne? Das sind halt, ja, so ein Mini-Mac ist es quasi. Hier bin ich auch auf die Farbe gespannt. Okay, wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit wirklich eher bei den roten Tönen unterwegs. Der hier scheint jetzt etwas dunkelroter zu sein als das, was wir eben hatten. Auch die kann ich mal nebeneinander halten, dass wir da den Vergleich sehen, ne? Es ist schon alles eine ähnliche Farbfamilie. Das muss man wirklich sagen. Aber hier haben wir auch eher was Pinkiges und hier eher was ins bräunlich-orangige gehende. Und es sind alles tragbare Farben. Ich habe zum Beispiel auch von MAC einen schwarzen Lippenstift. Ich glaube, viele hätten sich beschwert, wenn die den reingepackt hätten. Ich hätte es gefeiert, weil es was Besonderes gewesen wäre. Ja, und am 19. Dezember bekommen wir so einen ganz klassischen Lip Liner in einer sehr kleinen Größe. Und zwar 0,65 Gramm. Das ist der Lippenpencil, der Lip Pencil Lip Liner in der Farbe World. Den habe ich auch selber da. Der passt zu so, so, so vielen anderen Farben, Leute. Muss ich wirklich sagen, das passt zu gefühlt jedem Nude-Ton, dass man diesen Lip Liner kombinieren kann. Der ist super neutral und ich finde ihn sehr, sehr schön und deswegen passt er auch echt gut in diesen Adventskalender. Und schwupps, da befinden wir uns auch schon im 20er-Bereich. Am 20. Dezember haben wir einen MAC Lip Glass drin enthalten. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. 301 Oh Baby ist das mit 3,1 Millilitern. Ne? Das ist einer, der halt auch wirklich so Schimmerpartikel mit drin hat. Ich meine, dass ich den schon da habe. Das heißt, entweder war der schon mal in einem MAC Adventskalender drin oder in irgendeinem anderen oder in einer Box oder so. Wir haben hier auch so ganz abgefahren auch so bläuliche Sparkles mit drin. Das ist sehr nice, wenn du das halt so kombinierst. Auch mit so einem Lippi hier, ne? Mit so einem matten Lippi oder so. Das kann richtig schön aussehen. Mit dem 21. Dezember fangen wir langsam an, so unseren Weg nach oben zu gehen. Wir erklimmen den MAC-Berg und zwar haben wir hier einen Monolidschatten drin. All That Glitters Velux Pearl, ein Eyeshadow. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Sieht ein bisschen aus, als hätte da jemand schon mal seine Finger mit im Spiel gehabt. Aber gut, so schaut er einmal aus. Ein sehr schöner Ton, der eher seidig so vom Finish her ist und nicht so glitzerig, ne? Und das ist eine schöne Alltagsfarbe, die, also so ein bisschen Alt-Rosé-Gold quasi, die man sich so aufs komplette Lid geben kann. Direkt daneben haben wir den 22. Dezember. Die zweite und letzte Schnapszahl ist es leider schon. Da haben wir auch einen von den Lust Checker Glass Lipsticks drin und zwar in der Farbe 544 Business Casual. Da bin ich mal gespannt, was die als Business Casual bezeichnen wollen. Ja, okay, schön. Es sind wirklich alles sehr, sehr ähnliche Töne. Das finde ich schwierig. Also es gibt ja auch eigentlich noch ein paar mehr Abstufungen, oder? Am 23. Dezember haben wir was drin, was ich auch sehr, sehr in solchen Adventskalendern begrüße, aber leider halt echt in winzig. Das ist das MAC Fix Plus, ein winziges Setting Spray. 13 Milliliter haben wir hier drin enthalten, perfekt für die Reise. Ne? Und ich mag das Fix Plus auch richtig gerne, aber bei so einem Preis für so einen Adventskalender, da so ein Mini-Vieh reinzupacken, was ja nicht mal die Hälfte von dem Originalprodukt ist, puh. Und die 24 muss es jetzt natürlich raushauen und das möchte ich euch kurz mal zeigen, denn ich wollte gerade was rausnehmen. Die setzen halt mehr auf Design als auf, ne, wisst ihr Bescheid. Also hier oben haben wir natürlich die 24 und dann kommt ta-ta-ta-ta. Das finde ich wirklich witzig. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall die MAC Stack Mascara drin, die absolut geil ist, ne, auf jeden Fall. Es ist witzig. Es ist wirklich witzig, ja, okay. Es ist eine Originalgröße, die hat ihren Preis, die hat 30 Euro oder sowas, ne? Aber ja, komm, warte.
Also, ne, das ist in Originalgröße hier drin und ich habe jetzt hier meine. Ich liebe sie. Ich finde sie fantastisch. Und das ist halt also wirklich eine großartige Mascara, die die rausgebracht haben. Du hast hier so ein Gummibürstchen, was so verschieden lange Borsten hat. Das greift jede Wimper und das macht richtig was. Ich nehme die gerne mal, um nochmal nachzulegen. Und du kannst die wirklich richtig geil schichten. Und ich finde das Ergebnis wundervoll. Deswegen ist es richtig so, sie auch in die 24 reinzupacken, aber halt in der Originalgröße. Jetzt kommen wir mal zum Fazit vom Adventskalender. Also es ist halt gefühlt alle Jahre wieder, dass MAC so ein bisschen die Produkte, die die reinpacken, ein bisschen verkleinern. Ich bin noch auf den Tag gespannt, wo die dann auch bei den Monolidschatten nur Reisegrößen nehmen. Aber gut, ich meine, ja, wir haben hier einen schönen Mix, aber wo sind die Primer? Gut, wir können die Gesichtspflege auch als Primer verwenden, aber trotzdem, wo sind die Primer? Wo ist das lose Puder? Die haben so ein tolles loses Puder. Also das vermisse ich ein bisschen. Wir haben was für die Lippen, für die Augen. Ja, das ist schon mal gut. Dass die halt keinen Blush-Bronze-Highlighter reinpacken, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil natürlich die jetzt nicht irgendwem auf den Schlips treten wollen. Ja, dass sie halt so ein Mini-Setting-Spray reinpacken, ist halt wirklich traurig, ne? Die Verpackung ist jedes Mal umwerfend. Und das ist jedes Mal ein Hingucker und ich freue mich da auch jedes Mal drüber. Wirklich, ne? Aber vom Inhalt her, finde ich persönlich, könnte MAC den Kunden doch mal ein bisschen mehr gönnen. Das ist halt. Mach doch mehr Gönneritis. Das tut doch nicht weh. Also, weiß ich nicht. Was ich halt auch sehr schade finde, einfach für mich persönlich, ist, dass gefühlt jede Lippenfarbe doch irgendwie ähnlich zueinander ist. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie unterschiedliche Abstufungen reinmachen. Weil das ist halt irgendwie sinnvoller. Also, du kannst vielleicht auch einfach mal einen super hellen oder einen super dunklen auch mal mit reinpacken. Du kannst auch mal ein richtiges Rot reinpacken. Du kannst auch mal was Ausgefallenes reinpacken. Aber das ist ja wirklich alles braun. Das ist alles eine Suppe. Und das finde ich schade. Ein bisschen mehr Variation. Das wäre nice gewesen, aber wer bin ich? Und weiß ich nicht. Schlafmaske. Weiß ich nicht. Vielleicht fanden die selber ihren Adventskalender so langweilig, dass die gesagt haben, nee, kannst du schlafen gehen? Oder die haben gesagt, du musst die Augen verschließen vor diesem Adventskalender. Ich weiß nicht, was diese Schlafmaske mir sagen soll. Ich finde es auf jeden Fall super unpassend und vor allem bei einem 200-Euro-Adventskalender extrem unpassend. Ihr Lieben, trotzdem freue ich mich über ihn. Ich weiß auch nicht, warum. Was meint ihr denn zu dem Adventskalender? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir können uns gerne mal darüber austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.